Hallo meine Lieben, vor ein paar Tagen bin ich auf dieses Bild hier gestoßen. Es stammt von der Viking 2 Mission. Im Jahr 1976 soll dieses Bild aufgenommen worden sein und stammt aus dem offiziellen NASA-Archiv. Rechts soll es aber die realen Verhältnisse auf dem Mars zeigen. Ein blauer Himmel statt dem roten Licht der Marsatmosphäre. Und dies, indem man einfach nur den Rotfilter entfernt. Also habe ich mich mal selbst rangesetzt, ob es wirklich so einfach geht. Das erstaunliche Ergebnis, was passiert, wenn man ein brandneues Foto des erst vor wenigen Monaten gelandeten Perseverance Rovers nimmt und warum die NASA laut einem ihrer Ingenieure schon vor 40 Jahren Leben auf dem Mars entdeckt hat, seht ihr nach dem Intro. Der Mars. Der vierte Planet im Sonnensystem und äußerster Nachbar der Erde ist nicht nur Teil unzähliger Mythen und Legenden, sondern auch der Traum der Raumfahrt. Irgendwann in naher Zukunft wird ein Mensch das erste Mal seinen Fuß auf ihn setzen. Auf diesen 228 Millionen Kilometer weit entfernten roten Planeten, der mit seinem Durchmesser von knapp 6800 Kilometern nur halb so groß ist wie die Erde. Es brodeln auf ihm die größten Vulkane des Sonnensystems und mit seiner blutroten Farbe hat er seinen Namen, der dem römischen Kriegsgott entliehen ist, wahrlich verdient. Doch ist das, was wir über den Mars wissen, schlichtweg falsch? Haben wir den rot getränkten Himmel nur der Bearbeitung eines findigen NASA-Mitarbeiters zu verdanken? Die zwei Fotos hier sollen einmal den Mars der NASA zeigen und den Mars, wie er in der Realität sei. Das linke Foto zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1976. Der Viking 2 Lander schoss es in der Region Utopia Planitia, eine große Tiefebene auf dem Mars und Bestandteil von dessen nördlicher Tieflandhemisphäre. Das Originalfoto ist immer noch im Internetarchiv der NASA zu finden. Und als ich mich davon selbst überzeugen wollte, ob es ausreicht, nur ein wenig diese rote Maskierung zu entfernen, offenbarte sich dieses Bild. Wurden den Bildern des Mars also einfach nur ein roter Filter verpasst? Und was passiert, wenn man bei einem ganz aktuellen Bild diesen Rotstich entfernt? Bei Bildern des Mars-Rovers Perseverance? Gilbert V. Levin, ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter, der an dem sogenannten Labeled Release Live Detection Experiment beteiligt war, das 1976 während der Viking-Mission der NASA zum Mars stattfand, berichtet Unglaubliches. Er sagt, dass das Leben auf dem Mars vor mehr als 40 Jahren entdeckt wurde. Die informierte Regierung habe sich geweigert, dies der Öffentlichkeit preiszugeben. Als sich die Entdeckung verbreitete, freuten sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Levin erhielt sogar einen persönlichen Anruf von Carl Sagan, der ihm zu der Entdeckung gratulierte. Doch innerhalb von nur wenigen Stunden begrub die NASA die Ergebnisse und hüllte alles in einen Mantel des Schweigens, indem sie behauptete, das Massenspektrometer des Viking Rovers habe doch kein Leben entdeckt. Doch was war passiert? Die Testergebnisse der Mission seien am 30. Juli 1976 an die NASA gesendet worden. Sie zeigten, dass auf dem Mars in der fernen Vergangenheit tatsächlich etwas lebte. Im Verlauf des Experiments zeigten die Detektoren positive Ergebnisse an, dass auf dem roten Planeten eine mikrobielle Atmung existiere. Tests des Marsbodens zeigten zudem ähnliche Datenkurven an, wie wir sie auf der Erde finden können. Die Analysen wurden immer wieder wiederholt. Fünfmal insgesamt, immer mit dem gleichen Ergebnis: Zeichen von Leben auf dem Mars. Damals bestünde die NASA darauf, dass die Mission kein Leben aufdeckte, weil keine direkte organische Substanz entdeckt wurde. Schließlich erklärte die NASA die Mission für gescheitert, zumindest den Teil, der Anzeichen von existierenden oder vergangenen Leben finden sollte. Dabei kommt dem ehemaligen NASA-Mitarbeiter Levin dieser frühe Abbruch kurios vor. Unerklärlicherweise hat in den 43 Jahren seit Viking keiner der nachfolgenden Marsländer der NASA ein Instrument zur Erkennung von Leben getragen, um diese aufregenden Ergebnisse zu verfolgen. Stattdessen startete die NASA eine Reihe von Missionen zum Mars, um festzustellen, ob es jemals eine Grundlage für Leben gab und wenn dem so ist, Proben zur biologischen Untersuchung auf die Erde zu bringen.
Die NASA sagt, dass ihre oberste Priorität darin bestehe, außerirdisches Leben zu finden. Doch warum sollte dann die amerikanische Weltraumbehörde all die Jahre die Wahrheit vertuscht haben und gar auf den Einsatz von lebenerkennender Technologie bei ihren nachfolgenden Missionen völlig verzichten? Nicht wenige, die sich mit den bisherigen Daten des Mars beschäftigten, sagen, dass Wasser, die Grundlage allen Lebens, wie wir es kennen, schon längst auf dem Mars nachgewiesen wurde. Und sogar noch mehr. Es wurde ebenso der CO2-Fußabdruck einer alten Mars-Zivilisation entdeckt. Zusammenfassend haben wir positive Ergebnisse eines weit verbreiteten mikrobiologischen Tests. Die Reaktionen von aussagekräftigen und unterschiedlichen Kontrollen derer. Gleiche positive Ergebnisse an jedem der beiden Viking-Standorte. Wiederholungen des Experiments an den beiden Standorten. Dutzende Erklärungsversuche, die die eindeutigen Ergebnisse in eine nicht-biologische Erklärung umzumünzen versuchen. Was spricht überhaupt gegen die Möglichkeit von Leben auf dem Mars? Die erstaunliche Tatsache ist, dass es keine gibt. Darüber hinaus haben Laborstudien gezeigt, dass einige terrestrische Mikroorganismen auf dem Mars überleben und wachsen könnten. So der NASA-Pionier Levin. Ist der vermeintlich rote Planet also doch viel lebensfreundlicher als wir denken? Und hat die amerikanische Weltraumbehörde schon längst Spuren von Leben auf dem Mars gefunden? Ob vergangene oder immer noch existierende? Versucht sie mit dem roten Anstrich der Marsbilder der Öffentlichkeit das Bild eines lebensunwirklichen Mars zu vermitteln? Das Bild stammt aus diesem Jahr. Es wurde vom Ingenuity-Helikopter der NASA aufgenommen. Genauer gesagt während seines sechsten Fluges am 22. Mai 2021 aus einer Höhe von 10 Metern. Es zeigt laut der NASA-Auskunft den Blick nach Westen in Richtung der geologischen Einheit Seta. Entfernt man nun aus diesem ebenfalls den Rotstich, offenbart sich uns ein blauer Himmel über den steinigen Boden des Mars. Doch ist dies der Beweis dafür, dass wir belogen werden? Hat der Mars eine viel dichtere Atmosphäre? Und wäre er damit auch lebensfreundlicher? Mike Adams will einen weiteren, offensichtlichen Beweis liefern. Und er bezieht sich auf jene Technologie, die auch dieses Foto hier schoss. Den Mars-Helikopter. Er sagt, dass laut der NASA die Atmosphäre auf dem Marsboden nur 600 Pascal beträgt. Die Erdatmosphäre auf Höhe des Meeres beträgt 101.000 Pascal. Selbst bei dieser Dicke der Luft sei es immer noch schwierig, ein mechanisches Fahrzeug mit rotierenden Rotoren zu fliegen. Laut NASA sollen wir jedoch glauben, dass ein Doppelrotor-Hubschrauber praktisch in keiner vorhandenen Atmosphäre fliegen kann. Angetrieben von Solarzellen und Batterien und das trotz der Schwerkraft, die nur 38% der Erdanziehung ausmacht und mit einer Atmosphäre von nur 0,6%. Jeder Luftfahrtingenieur wird sagen, dass dies unmöglich ist. Der einzige Weg, wie ein Helikopter auf dem Mars fliegen könne, sei, wenn eine Atmosphäre vorhanden ist, die beim Drehen der Rotoren Auftrieb erzeugt. Diese sei, laut den NASA-Informationen, auf dem Mars schlichtweg nicht vorhanden. Ist das Abheben des Ingenuity-Mars-Hubschraubers also der schlüssige Beweis für eine erdähnliche Atmosphäre? Zeugt der blaue Himmel von einem lebensfreundlichen Mars? Am 22. November 2016 berichtete die NASA, dass eine große Menge unterirdisches Eis in der Region Utopia Planitia gefunden wurde, die Landeregion des Viking-2-Länders. Die gefundene Wassermenge entspricht schätzungsweise der Wassermenge im Lake Superior. Dieser hat eine Gesamtfläche von 82.103 Quadratkilometern, nicht der kleinste also. Der Mars an sich war einmal viel lebensfreundlicher als die Erde. Doch wohl zu kurz, um Leben auszubilden. Nur wenige Millionen Jahre. Und mit seinem Abdriften zum Rand der habitablen Zone und darüber hinaus wurde es nicht gerade besser. Zumindest nach den Daten, die uns die NASA-Astronomen liefern. Doch vielleicht ist ja doch etwas dran, das etwas aussagekräftiger ist, als den Rotstich eines Fotos zu entfernen. Da empfinde ich das Abheben eines Helikopters in sehr dünner Atmosphäre schon spannender. Und sollte ein Luft- und Raumfahrtingenieur oder jemand mit richtig viel Ahnung unter uns sein, so schreibt ihr mir am besten in die Kommentare, wie ihr euch das erklären könnt. Und alle anderen natürlich auch. Also Augen auf und bis zum nächsten Video.